Hey ho, hier ist der Vorbotler wieder auf der Reise nach Emlomar. Ich hatte einige Tage Pause gemacht und mache jetzt hier mal weiter. Ich habe mein Bett gebaut inzwischen, ein bisschen das Inventar rumgegroßt. Zweiter Wolf ist auch noch bei uns, wunderschön. Und ich habe mir gedacht, wir gehen doch einfach nochmal zurück in die Höhle vom letzten Mal und steigen da nochmal etwas tiefer. Nein? Okay, dann nicht. Nein, war nur Spaß. Ich hab auch gemerkt, das war nicht so spannend, wie ich mir das vorgestellt hatte in der Höhle. Ich werde heute mal ganz versprochen mal mich ein bisschen mehr an diesem Weg hier orientieren. Zweiter Wolf ist schön dabei, wunderbar. Ich habe hier in der Zwischenzeit noch einen Wegweiser aufgestellt. Da liegen noch meine Klumpen. So, was habe ich gerade gemacht? Rechts geht's nach Burg Wiesenfels. Da sind wir also hergekommen. Links weiter nach Emlomar. Und da wollen wir jetzt auch weiter hingehen. Der zweite Wolf kommt mit. Schön kommen. Hier über die Brücke. Ja, in den Tagen Pause habe ich ein bisschen noch an einem Texture-Pack rumgefeilt. Das werde ich auch in ein paar Tagen mal veröffentlichen. Also jetzt nicht weiter betteln, ihr kriegt das sowieso demnächst, jetzt in Kürze irgendwann. Und ja, das ist eigentlich dann, irgendwann muss es einfach mal soweit sein. Ich finde es jetzt eigentlich auch ganz cool. Hör mal, du gehst ja heute gar nicht ins Wasser, was ist mit dir los? Hahaha, das kann ich nämlich auch, ich wollte noch ein bisschen schwimmen, so. Crazy, ne? Ja, das ist eine Atmung, das sage ich euch. Ja, da hat mich schon so manch einer drum beneidet. Ja, das war schön, ne? Da hinten ist auch wieder eine U-Bahn-Station. Die gucken wir uns jetzt nicht mehr an. Nein, wir bleiben auf dem Weg, habe ich euch ja versprochen. Außerdem ist es schon gar nicht mehr so früh am Morgen. Hab ein bisschen rumgetrödelt hier. Und ja, du wirst du mich mal hier vorbeilassen? Komm. Sowas. Also die Kühe heutzutage, ja, die werden immer dreister. Ja, also früher, ne? Da hat sowas nicht gegeben. Dreiste Kühe. Ist denn der zweite Wolf noch? Ja, da sind wir wieder bei dem Tamagotchi-Effekt, ne? Diese komischen elektronischen Haustiere, die man da hatte. Ja, also. Ich hatte ja auch eins. Ne? Habe ich natürlich geschenkt bekommen, habe ich mir nicht selber gekauft. Muss ich jetzt natürlich sagen. Damit ich mich nicht völlig blamiere. Hier, diese Wüste finde ich ja sehr schön, ne? Man kann mit den Wüsten nicht sehr viel anfangen, aber schön sind sie. Schön sind sie, ne? Aber trotzdem halten wir uns nicht länger auf. Ja, Texture Pack seht ihr. Ja, zum Texture Pack werde ich gar nicht viel labern, weil da habe ich mir überlegt, mache ich doch, wenn ich das veröffentliche, lieber nochmal ja, einen extra Film oder einen extra Post zu, wo ich dann nochmal auf die einzelnen Sachen, die ich hier neu gemacht habe oder nur verändert habe, einfach nochmal eingehe. So, Wolf, hast du die Wüste auch überlebt? Das ist schön. Kannst da unten saufen gehen am Meer. Ist alles Süßwasser. Ja, oder hast du Blutdurst? Bist du ein Bluthund? Na komm, da die Schweinchen, also Koteletts können wir doch immer gebrauchen. Hier meine Wildschweine, ne? Haha, sehen die nicht cool aus, ey. So, komm, hol sie dir. Da, noch eins. Wenn man mit. Ja, hallo? Ja, siehst du, er hat noch nicht mal gedroppt, weil du so langsam warst. Mach mal hier mehr mit. So, hol's dir. Na also. Ja, was wollte ich sagen? Wenn man mit Wolf reist, dann braucht man einfach auch ein bisschen mehr Fleisch, habe ich festgestellt. Man muss ja nicht nur sich versorgen, sondern auch noch den Wolf. So, versorgen müssen wir diesen Baum nicht mehr. Der ist schon groß und stark, wie ihr seht. Und das ist auch eins meiner Naturdenkmäler, wie ich sie immer nenne. War mir eine Riesenhilfe hier als Orientierungspunkt in der fernen Landschaft. Ich würde nie auf die Idee kommen, den jetzt abzuholzen. Der ist einfach so schön da an der Stelle. Der hat mir immer viel geholfen. Denn hier zum Beispiel, ja, da muss ich auch mal einen Wegweiser anbringen. Hier verrennt man sich auch, man rennt dann hier so geradeaus, weil man nicht sieht, dass die nächste Fackel da hinten ist. Deswegen baue ich hier mal auch wieder so einen Wegweiser hin mit Schildern. Wie mache ich das denn am besten? Emloma. Nach rechts. Na, und vielleicht auf diese Seite noch schnell. So.
Wiesenfels. Da geht's lang. Nach links. So, guck mal, das ist ja jetzt aber wirklich. Vielleicht noch eine Fackel. Ich noch eine Fackel. Ja, die habe ich mir auch noch mal noch gemacht. So. So kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen. Ist halt alles auch schon so ein bisschen an euch gedacht, ne? Falls ihr mal, falls ich mal diese Welt hier zum Download anbiete, viele fragen ja danach. Das mache ich vielleicht irgendwann mal und dann könnt ihr hier auch ein bisschen besser euch orientieren. Hier ist auch so eine potenzielle Stelle, da bin ich da früher immer lang. Da seht ihr, da habe ich sogar noch schon Weg angelegt, bis da oben zu so einem Ex-Leuchtfeuer. Da gehen wir jetzt mal nicht lang, ist langweilig. So. Hier kommt auch nochmal eben ein Schild hin. Dann haben wir hier auch wirklich mal so ein bisschen Arbeit verbracht, die ich immer schon mal machen wollte. Burg Wiesenfels. Da lang. Hallo, können wir da vielleicht noch einen Strich hin tun? So. Fein. Komm, weiter geht's. Haben wir noch Zeit? Ja, es wird nämlich jetzt langsam wirklich Zeit, dass wir hier mal Wegstrecke hinter uns bringen. Jetzt kommen wir wieder in eine schöne Waldgegend. Beziehungsweise hinter der nächsten Ecke hatte ich dann auch mal so eine Waldbrandzone. Oder früher habe ich dann einfach nach dem Holzfällen immer gerne mal die übrig gebliebenen Blätter angezündet. Ja, das hat dann einmal irgendeines Tages hier, das war alles dichter Wald. Ja, es ist dann alles abgefackelt. Ich habe dann die brennenden Baumstämme irgendwann von Hand dann auch mal beseitigt. Aber irgendwie war das wochenlang am Brennen. Das ist mir an zwei Stellen passiert. Hier und nämlich auch noch irgendwie kurz vor Emlomar. Da habe ich dann allerdings inzwischen mal aufgeforstet. Hier noch nicht. Das kann ich ja jetzt mal machen. Habt ihr ein Glück, dass ich keine Setzlinge dabei habe, sonst müsstet ihr euch das jetzt reinziehen, wie ich da Bäume pflanze. Das spare ich mir aber dann mal lieber auf für diese Let's Play-Serie, die ich demnächst ja starte. Oder vielmehr sogar in Kürze schon, worauf ich mich auch total freue. Da machen wir mal so richtig Let's Play und da müsst ihr dann auch mal durch, so, ne, ein bisschen Arbeit mit mir verbringen. So, jetzt kann ich auch mal vielleicht rückwärts laufen, das ist mal was anderes. Nein. Hier haben wir jetzt erreicht das Kastell Wassergrund. Das ist ein schöner Zufluchtsort. Habe ich erst vor kurzem etwas noch mehr ausgebaut. Hier noch meinen Sandsteinboden das erste Mal ausgetestet, wie der so aussieht. Sehr schön. Eigentlich ein völlig bedeutungsloser Raum da unten. Hier seht ihr, ja, das war meine Ursprungsaußenmauer von diesem Kastell. Schutzhütte in der Mitte. Hier war auch so ein Steintor, glaube ich, oder? Hatte ich da nur Holz? Weiß ich nicht mehr. Es wird auch Abend. Wunderschön. Ein kleiner Bahnhof ist hier auch drin. Und hier kann man sich sehr schön... Das ist sowieso hier das Kastell, einer meiner Lieblingsorte. Ist einfach eine schöne Umgebung hier. Und hier blicke ich dann abends, wie jetzt, eben schön auf das Meer. Und ihr seht auch die Leuchtfeuer, ne, auf See. Und, ihr merkt, hallo, bitte nicht ins Wasser schubsen jetzt, ne? Bitte nicht. Komm, setz dich mal eben kurz. Ich will hier noch was. Ja, du kommst. Ach. Naja. Was wollte ich denn sagen? Ja, richtig, die Leuchtfeuer. Das ist natürlich. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin ein richtiger Fanatiker, ne? Und natürlich habe ich auch den Seeweg von Emlomar nach Wiesenfels ausgekundschaftet. Und diese Leuchtfeuer, die helfen mir natürlich auf See, diesen Weg zu finden, den ich auch mit Vorliebe nachts zurücklege. Das ist unheimlich schön nachts auf See, ne? Und ja, das können wir uns dann ja mal auch nochmal später angucken. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal kurz Feierabend. Vielleicht mache ich ja einen kleinen Cut. Vielleicht sehen wir dann auch nochmal, gehen wir ein bisschen auf Nachtwache, noch ein paar Minuten habe ich Zeit. Das wäre vielleicht was. Ja, dann bis mal gleich. Aua. Ja, toll. Jetzt bin ich von einer Spinne angegriffen worden im Kastell. Und Minecraft findet meinen Spawnpunkt nicht mehr. Ja, wo gibt's denn sowas? Und hat mich jetzt hier einfach in der Wildnis ausgesetzt. Weiß der Henker, wo ich jetzt bin? Und ich habe nichts mehr dabei, ist ja klar. Ach du liebe Zeit, und es ist jetzt gerade... Es ist gerade mal Mitternacht vorbei.
Boah, und ich sehe nichts. Ich brauche dringend einen Orientierungspunkt. Jetzt würde sich zeigen, wie gut ich meine Gegend denn wirklich kenne. Ich müsste ja irgendwo. Oh, da wimmelt es. Ich müsste ja irgendwo in der Nähe ja, dieser Strandhütte von der letzten Nacht wieder gespawnt sein. Oh. Da hinten ist ein Leuchtfeuer. Ist das meine. So, der Zombie hat mich schon auf dem Kicker. Boah, wo bin ich denn hier? Das sind mehrere Leuchtfeuer. Aber ich bin ja ganz woanders. Ich bin ja völlig woanders gelandet. Ah, Kinders, wisst ihr, wo ich jetzt hier gelandet bin? Ach du meine Güte, nein. Also ich bin in direkter Umgebung von Burg Wiesenfels. So viel zu dem angeblich behobenen Bug mit den Spawnbetten. Ja. Die klappen nur, wenn man da irgendwie auch sich in der Nähe aufhält. Jetzt hatte ich mich ja etwas schon entfernt von meiner Strandhütte. Wir hatten ja schon das Kastell erreicht und ja. Wo schickt mich Minecraft raus? Also wirklich wieder at home. Burg Wiesenfels. Also ist doch vorne da. Hinter dem nächsten Berg komme ich, glaube ich, jetzt nicht hin. Ich würde auch sagen, das Video ist jetzt eh, die Zeit ist vorbei. Ich werde jetzt mich auf den Weg zurück machen. Ja, super, klar. Du knallst mich erstmal wieder über den Haufen. Komm, wir hauen hier ab. Da oben ist ein Creeper oder was? Ah, das ist ja hier die absolute Jagd. Die Hetzjagd. Ich bin Opfer. Ja. Jetzt wird's auch hell. Ja, super. Hat uns gar nicht gebracht. Ja, gut. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich renne jetzt einfach mal zurück zum Kastell. Versucht da vielleicht sogar, das wird einen Tag lang dauern, schätze ich mal. Und dann werde ich da mal schlafen, dass ich da vielleicht einen Spawnpunkt setze, die ja eh nicht klappen. Und aber ist ein Versuch wert, sag ich mal. Und ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Macht es erstmal gut. Keine Verfolger mehr. Wunderbar. Die Gegend kennt ihr vielleicht auch sogar schon hier. Naja, bis dann.